Nochmal einen wunderschönen guten Tag. Meine lieben Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Mir ist gerade der Rechner abgeschmiert. So, was mache ich hier? Immer noch. Ich bin am... oder hallo auch in den Chat bei Twitch. Nicht wundern, ich mache hier noch nebenbei eine YouTube-Aufnahme. Und da mir gerade der Rechner abgeschmiert ist, muss ich alles nochmal neu starten. Ich mache ein Lager fertig für meine ganzen Kisten. Erstmal schlafe. Und da gucke ich mir nebenbei so ein Aufbau-Tutorial-Video an. Habe heute mal ausnahmsweise andere Musik drin. Normalerweise habe ich so ruhige, chillige Musik im Hintergrund. Mal was anderes. So, die Ecken müssen 1, 2, 3, 4, 5 hoch. Ist ja nichts falsch. Tutorials sind nice, auf jeden Fall. 5. Vor allem, das sind dann immer so wunderschöne Baupläne. Allerdings vollautomatisches Lager nicht schwer. 5. Nee, vor allem so wie ich das mache, mit Modifikation, ist das überhaupt nicht schwer, denn, pass auf. das hier ist eine Mod, die nennt sich Storage Drawer Mod. Ist hier... Na, wo habe ich die? Ah, hier. Das ist die Mod. Und die... sortiert das hier automatisch mit diesem Ding, sortiert er das automatisch ein. Das heißt, ich kann das oben in eine Kiste reinpacken. Stückchen lauter. Nee, der macht da so riesen Sprünge. Ich glaube, der Schieberegler ist ein bisschen kaputt. Dachte erst an Create Life 2. Okay, so ein Crack bin ich da nur auch wieder nicht drin. Ich habe nur ganz normal Minecraft Forge drin und mit so einem Mod. Pass auf, zeige ich dir. Ich lagere das hier mal in den Trichter rein. Modpack für die 1.6. So, und jetzt packt er das automatisch hier hin. Kann ich mal zeigen. Hier ist eine winzig kleine Zahl. Ich glaube, die kannst du nicht lesen, aber die steigt immer. 34, 40, 50. Und der lagert das alles ein. Hey. Wie Sie sehen, ist in dem Trichter nichts mehr drin. Jetzt habe ich aber das Problem, ich will hier unten in dem Keller meines Hauses. Dieses wunderschönen Hauses möchte ich gerne eine wunderschöne Schmiede reinbauen, die dekorativ natürlich hier zum Keller passt. Und hier würde ich gerne so eine kleine Bibliothek reinmachen mit diesen Buchdingen da, mit diesem Verzauberungstisch in der Mitte. Und die Schmiede, die würde ich gerne... Boah, was ein Scheißwetter wieder. Meine Güte, ist ja fast wie in England hier. Oder wie bei uns hier in Ostfriesland. Wunderschön. Nee, wie gesagt, ich wollte das eigentlich so passend zum zu schmiedemäßig so haben, dass dann... Wo habe ich die Blöcke? Ey, dieser Dunst, ne? Irgendwo hatte ich so diese leuchtenden Blöcke. Waren das die hier? Feuerkugeln? Sekunde mal. Das waren noch diese leuchtenden Lavablöcke in der Erde, im Wasser. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die sind. Ich guck da mal. Die hier. Magma-Blöcke.
Da hätte ich dann Bock, Magma-Blöcke irgendwo hinzusetzen, dass das so ein bisschen so nach Schmied-mäßig aussieht, dass da vielleicht mal, was weiß ich, beim Schmieden so ein paar Funken wegfliegen oder, ne? Ein bisschen thematisch sollte das passen, habe ich mir gedacht. Okay, Stein, Kupferbahn, alles durchgebrannt. Sehr schön. Nachteil natürlich, ich habe hier auch noch eine Mod rein, drinnen. Und zwar die sogenannten Upper. Item Upper. Das ist ganz witzig, hier habe ich einen Trichter drin. Und hier ist ein umgekehrter Trichter. Das ist auch nochmal eine spezielle Mod. Der schmeißt die Items halt wieder nach oben hin. Das heißt, wenn der Ofen hier, das ist auch nochmal eine Mod. Ja, ich habe sehr viele Mods drin. Wenn der Ofen fertig, hey, mit Durchbrennen fertig ist, schmeißt er das in den Trichter rein. Der schmeißt es in den umgekehrten Trichter rein und der schmeißt es in die Kiste. Das heißt, ich habe hier sozusagen ein kleines automatisches, in Anführungszeichen, System gebaut. Nachteil ist natürlich, ich kriege keine Erfahrungsbubble dadurch. Die kriege ich nur bei dem hier. Aber das ist ja nicht schlimm. So. Menü sortieren lassen und dann kann ich mal die ganze Erde einlagern. So. Solange es flüssig läuft, warum nicht? Ja, klar. Sollte eigentlich flüssig laufen. 1, 2, 3. Gib die Fackel wieder her, Mensch. So. Eiche. Das ist eine wunderschöne Eiche. Habe ich meine Axt? Ja, aber die ist fast am Ende. Blöd. Spezielle Taste. Plopp. Oink. Ich wollte gerade sagen. Ich habe hier nämlich auch nochmal eine spezielle Mod drin, die mir das Abbauen sehr, sehr stark vereinfacht. Und zwar, Sekunde, so. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt, aber mit der kann ich zum Beispiel Bäume, au, sehr easy abbauen. Ah nee, das war die Taste. Ha, nicht die Spezialtaste. Sondern die. Ups. Nee, Quatsch, mit der Spezial... Ja, Candy Mod, ja. Mit der Spezialtaste, da mache ich zum Beispiel... Sekunde. Ich habe mal hier nichts in der Hand. Taste drücken. Abbauen. Bam. Habe ich mir einfach mal ein Plateau gemacht. Kann ich mir jetzt einen Teich draus bauen. Super. So, Erde kann mal verschwinden. Ich habe genug davon. Zack. Das ist einfach nur die Tree Chop Mod. Jetzt den Vorteil, wenn der Baum verschwindet, zack, pflanzt er automatisch einen neuen rein. Plateau, da fehlen ja jetzt nur noch die passenden. Achtung! Plateau! Schuhe. Gott.
Oh Gott. Witz, komm raus, du bist umstellt. Boah, war der flach. Der tut weh, echt. Oh. Aber wenigstens fühlt sich jemand unterhalten durch mich. Dankeschön. Boah, und dieser Regen rät mir ab. Blub, 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 blub. Hallo, Schweinchen. Ist das etwa Topinator? Okay, es wird so langsam Nacht. Es wird Nacht, Senorita. Und ich habe kein Quartier. Husch zu dir unter das Deckchen. Ich will gar nichts von dir. Was? Bisschen noch. Bäumchen pflanzen, bevor es schlafe geht. Dann knallen wir uns hier so richtig schönen Wald hin. So, und hier machen wir wieder so einen kleinen Special. Zack. Otto, ja. Ich mag den Humor. Ja, alles klar. Der war flach, muss aufpassen. Und Otto, ein Kenner. Oh, wie schön. Husch zu dir unter das Deckchen. Ich will gar nichts von hier. Ein bisschen Liebe, vielleicht. Ah. Ich bin müde vom Wandern. Ah. Oh Gott. Halt, halt. Wandern. Dai, 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 dai. Gut. So. Wie viel waren da drauf? 3 Stück. Hier, 5. Gut. Mit schöner Chiptune-Mucke im Hintergrund bauen wir uns mal ein schönes Lager. Au. Und haben Schmerzen. 1, 2, 3, 4, 5. Au. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ich wollte sagen, dann machen wir noch eben die Baumstämme nackig. Dann nehmen wir noch unsere alte Axt für. Klar, den Kollegen aus Ostfriesland sollte jeder kennen, sonst Bildungslücke. Auf jeden Fall! Hallo, wer Otto nicht kennt, ne? Der hat auch nicht das Recht, bei uns Urlaub zu machen. Ohne Scheiß. Der wird sofort wieder nach Hause gescheucht. Ist ja auch immer so witzig bei uns. Da kommen die Leute dann an und dann... Ups. Und dann sagen sie immer, oh, ist das schön hier. Oh, die ganzen Einheimischen. Die können hier, die leben hier. Andere machen hier Urlaub. Ja, es heißt ja immer so schön, da wohnen, wo andere Urlaub machen. Ist nicht immer alles Heidi-Dai, Friede, Freude, Eierkuchen hier. Wir haben auch mit ein paar Sachen zu kämpfen. Sturm zum Beispiel. Flut haben wir jetzt, glaube ich, im Moment nicht so die Probleme. Ich meine, unser Land ist sehr flach. Hier wachsen leider keine Berge. Wir haben nur einen und der ist ziemlich lang.
Das ist der Deich. Wie gesagt, mit Überflutung oder Überschwemmung haben wir eigentlich auch nicht so die Probleme. Da sind eigentlich bei uns genug Entwässerungsgräben hier jetzt im ländlichen Gebiet, wie es in den Städten aussieht, keine Ahnung. Aber ohne Scheiß, wir müssen unsere Sachen zum Beispiel auch überpumpen, entweder ins Land oder aus dem Land rauskriegen. Das sieht dann so schön Schöpfwerk. Das sind dann so riesen, gigantische Wasserturbinen, die einfach mal das Wasser aus den Kanälen. Scheiße. Aus den Kanälen. Ja, hier gucken gleich die ganze Zeit Blubbels hoch. Irgendwo anders hinpumpen, zum Beispiel ins Binnenland oder ins. Hallo? Ich wollte gerade sagen, ich habe doch noch welche. Ins Meer, dass das da wieder reingepackt wird. Ja, es gibt ja. Seit ihr da seid, gibt es ja Ebbe und Flut. Also alle paar Stunden ist Flut, weil das Wasser guckt, ob die aus Friesen noch da sind. Ja, natürlich. Der blanke Hans. So wird das Meer bei uns oder bei den Alten wurde das Meer so genannt. Der blanke Hans. Was ich sehr witzig finde. Da wurde dann immer so gesagt, so, oh, kick, der blanke Hans kommt durch. So. Und das Watt ist einfach nur so entstanden, weil der Ostfriese auf dem Deich gestanden hat und sich gefragt hat, ist Ebbe, ist Flut oder Watt? Nein, natürlich nicht. Ich denke mal, ich weiß nicht, woher das Watt seinen Namen hat. Aber ist schön. Sagen wir mal so. Es ist groß, es ist weit und stinkt langweilig. Was hat das Watt, was das Watt nur hat? Du, Saarland, da bin ich ein bisschen überfragt. Was das Watt hat, weiß ich nicht. Okay, jetzt brauche ich Falltüren. Und damit ich nicht ständig in... ist auch von Otto. Ach, okay. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Und damit mir das jetzt nicht zu blöd wird, mit dem ganzen Hin- und Hergerinne, setze ich einfach mal das Ding dahin. Jetzt brauche ich Falltüren. Allerdings ist das, glaube ich, die Stelle. Okay. Ich mache mal ein paar mehr. Blub, 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 blub. Das klingt gerade. Sekunde mal. Das klingt gerade so ein bisschen wie bei Pokémon.